In diesem Jahr lockt der Tag der Architektur in Mecklenburg-Vorpommern mit einem ganz besonderen Programm. Auch in der Residenzstadt Ludwigslust können sich Architekturfreunde und interessierte Besucher Ende Juni ein Bild über das Baugeschehen vor Ort machen. Eine der Schauplätze dort ist der Neubau der Edith-Stein-Schule in der Friedrich-Neumann-Allee. Ludwigslust ist ein städtebauliches Denkmal. Wir haben sehr, sehr schöne, architektonisch sehr schöne Gebäude in unserer Stadt. Und da ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, an solchen Tagen auch teilzunehmen, unsere Stadt zu präsentieren, einzelne Bauwerke und Projekte zu präsentieren. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Die bundesweite Initiative gibt Architekten, Bauherren und Nutzern die Gelegenheit, ihre aktuellen Projekte persönlich an konkreten Objekten vorzustellen. Für den Neubau der Edith-Stein-Schule erfolgte der erste Spatenstich im September 2020. Vor Weihnachten wurde der Grundstein für das moderne Gebäude gelegt. Wir haben also an einem Architekturwettbewerb für diesen Standort teilgenommen. Und dabei ging es natürlich darum, diese Schule an einem Standort in der Nähe des Schlosses zu bauen. Und die Idee dabei ist, dass wir im Prinzip gesagt haben, wir bauen hier keinen großen Schulkomplex, keinen Schulklotz hin, sondern wir bauen ein gegliedertes Gebäude hin, um, sag ich mal, nicht die Dominanz des Schlosses zu verändern. Deshalb wurde auch eine abgestufte Höhe des Neubaus gewählt, mit einem leicht geneigtem Satteldach. Die größte Herausforderung bei der Planung war laut Janssen die Umsetzung des Raumprogramms, das durch den Schulträger vorgegeben wurde. Dann ist es so, dass also die Schule nach einem eigenen Prinzip, Konzept unterrichtet wird. Das heißt also, alle Räume haben sogenannte Nebenräume, die aber auch gleichzeitig immer genutzt werden können. Die können also mit einbezogen werden in den Schulunterricht. Und wir finden eigentlich, dass das im Laufe der Planung das uns ganz gut gelungen ist, weil wir haben also wirklich einen reinen Klassenraumflügel, einen Flügel für die Verwaltung und den Ganztagsbereich und dann nochmal den Sporthallenflügel, sodass also die Kinder im Prinzip immer mit kurzen Wegen an ihren Orten sind, wo sie lernen. Zudem ist auf dem großzügigen Grundstück auch ein Sportfeld geplant, sodass der Sportunterricht auch vor Ort an der frischen Luft stattfinden kann. 2022 soll der energetisch nachhaltige Schulneubau für 220 Kinder fertiggestellt werden. Hier legen wir auch viel Wert darauf, dass eine vernünftige Architektur entsteht. Und man kann ja von hier aus direkt zum Schloss blicken. Wenn man das von hier aus kann, dann kann man vom Schloss auch direkt auf die Schule blicken. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für den Architekten, der das hier entworfen hat. Darüber hinaus haben wir das Prinzenpalais vor einigen Jahren für unsere Wohnungsbaugesellschaft erwerben können, sind da in der Sanierung, machen das gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalschutz und Kultur, Kultur und Denkmalschutz und dem Bauministerium. Und wir haben einen Stadtteilspielplatz, den wir vorstellen wollen, im ehemaligen Garnisonsgelände, das wir vor vielen Jahren erworben haben und für zivile Zwecke herrichten. Da haben wir ganz was Hervorragendes entworfen, im Übrigen mit einer hervorragenden Landschaftsarchitektin auch. Das Ludwigsluster Architekturwochenende am 26. und 27. Juni verspricht spannend zu werden. Auch an anderen Orten in Mecklenburg-Vorpommern werden herausragende architektonische Projekte vorgestellt. Das ganze Programm finden Sie unter www.ak-mv.de